Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute seht ihr mich mal komplett ungeschminkt vor der Kamera. Das liegt daran, weil ich heute für euch über die Hautpflege wieder spreche. Und zwar habe ich mir eine Maske bestellt. Und diese Maske soll wohl die beste Maske auf der ganzen Welt sein. Ich habe mir deshalb gedacht, okay, ich werde diese Maske mal für ein paar Wochen ins Visier nehmen. Und habe sie halt auch einmal in der Woche und manchmal auch zweimal in der Woche halt aufgetragen. Was heißt ein paar Wochen? Es ist schon knapp über einen Monat. Ich habe es euch ja auch auf Instagram gezeigt gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, diese Maske, Leute, ich weiß nicht, aber die ist so krass. Also es hat meine Haut so verändert. Und es ist auch keine bezahlte Kooperation gerade, was ich euch zeige, sondern ich habe diese Maske selber bestellt. Ich gehöre zu den Menschen, ich gebe sehr, sehr viel Acht auf meine Haut und vor allem in der Pflege ist es so, dass ihr immer einmal in der Woche eine Maske auftragen solltet, weil es ist so wichtig, dass ihr eurem Gesicht halt auch was rausnehmt, statt es immer etwas zu geben. Es bringt ja nichts. Es muss ja halt auch aufnahmefähiger werden, die Haut, und deshalb müssen Masken in eurer Pflege eine Pflicht sein. Okay? Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche solltet ihr eine Maske benutzen und ich werde euch heute diese Maske zeigen. So, ihr solltet wissen, diese Maske ist nicht nur für das Gesicht gedacht. Also ihr könnt es halt auch benutzen, wenn ihr einen Mückenstich habt oder auch für die Haare, laut dem Hersteller. Ich habe auch Videos gesehen, wo Mädels diese Maske auch in den Haaren einmassiert haben. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es ausschließlich nur für mein Gesicht gekauft und damit bin ich halt auch sehr zufrieden. Ich hatte mal die Maske aufgetragen gehabt, da hatte ich halt so einen kleinen Vulkanausbruch hier gehabt. Also kurz vorm Vulkanausbruch, kennt ihr das? Wenn der Pickel so ein bisschen rötlich ist und es schimmert leicht gelblich. Hört sich zwar eklig an, aber ich muss es euch halt berichten. Und als ich halt diese Maske aufgetragen habe und während sie getrocknet ist, habe ich wirklich beobachtet, wie der Eiter von meinem Pickel rausgeflossen ist. Das ist kein Scherz. Und ich dachte mir, okay, das ist echt ein Video wert. Und das Ganze wird halt auch angereichert und zusammengemixt mit einem Apfelessig. Viele benutzen einen Apfelessig ganz normal aus dem Supermarkt, aber ich habe einen Apfelessig benutzt, was auch wirklich hundertprozentig rein ist und wir keine Zusatzstoffe haben. Und ihr seht halt auch an diesen ganzen Tabellen hier, es ist alles null. Kein Zucker, keine extra Proteine, keine Salze, sondern nur reines Apfelessig. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach über zur Praxis und mischen das Ganze zusammen. Und dann werden wir die Maske auftragen und ihr seht halt auch, wie das Ganze wirkt in der Praxis. Ja? Also ich würde sagen, fangen wir auch schon an. Ich bin so ein Dussel. Ich habe euch so viel über die Maske jetzt erzählt, aber nicht gesagt, wie sie heißt. Und zwar ist das die Aztec Secret Healing Clay Mask. Und wir werden jetzt einfach mal eine kleine Menge daraus nehmen. Ich entnehme das immer mit einem Kunststoffbehälter oder mit einem Löffel, aber nie mit Metall. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr braucht auch nicht immer ganz viel. Wir nehmen jetzt diese kleine Menge. Und wir werden dieselbe Menge an Apfelessig noch einfügen und das Ganze dann nochmal schön verrühren. Und seht ihr das? Es fängt an zu blubbern. Also wenn ihr das Ganze mit Apfelessig mischt, dann sprudelt das Ganze schön. Und wir werden jetzt mit einem Pinsel, womit ich halt auch die Maske auftrage, das Ganze verrühren. Ich habe die Maske jetzt etwas zu flüssig. Deshalb mache ich sie etwas fester, indem ich ein bisschen mehr Produkt einfüge wieder. Und das Ganze nochmal mit dem Pinsel verrühre, weil sonst gibt es später eine Schweinerei, wenn ihr die Maske zu flüssig habt. So kann es halt besser haften und nichts tröpfelt mehr. Sollte halt wie eine Paste am Ende aussehen, ne? So, ich habe jetzt meine Haare nach hinten getan und jetzt werden wir die Maske auftragen. Ich mag es halt, wenn die Maske ein bisschen fest ist und wie gesagt, es muss jetzt nicht so viel Produkt sein, weil es reicht nur, wenn ihr ganz wenig von beiden nehmt, also vom Apfelessig und von der Maske. Es ist auch gerade richtig schwer, irgendwie die Maske aufzutragen, weil ich keinen Spiegel vor mir habe. Aber ich sehe mich halt in der Kamera, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es riecht schon unangenehm wegen dem Apfelessig. Aber hey, das hält man ja noch aus, weil nach ein paar Minuten riecht es dann nicht mehr so krass.
trage es auch wirklich großzügig auf. Gerade in der T-Zone. Und ihr werdet halt auch später merken, dass eure Haut ein bisschen trocken wird. Also ihr braucht danach schon eine Pflege, ne? Das ist ganz wichtig. Und ihr seht selber halt von der Menge her, ich habe ganz wenig genommen und war perfekt. Ihr könnt es halt auch noch am Dekolleté auftragen. Oder, also ihr könnt diese Maske am ganzen Körper auftragen. Vor allem, wenn ihr auf den Rücken viele Pickel habt. Aber da braucht ihr halt noch eine zweite Person natürlich. Und ja, meine Lieben. Ich warte jetzt, bis die Maske trocken ist. Und dann beobachten wir das Ganze. Und ihr werdet dann nochmal sehen, wie die Haut sich so richtig zusammenzieht. Ich würde sagen, wir machen das so in 10 Minuten Abständen. Das heißt, wir gucken, wie die Maske nach 10 Minuten ist, nach 20 und nach einer halben Stunde. So, 10 Minuten sind schon mal um. Ich kann nicht richtig sprechen, habe ich das Gefühl. Es ist ein Gefühl, als ob sich meine Haut so zusammenzieht. Und das Ganze so ein bisschen anspannt. Kennt ihr das so? Es fühlt sich voll komisch an. Und ich kann auch gar nicht mein Gesicht richtig bewegen, weil es so richtig kribbelt. Und ja, hier fängt es auch schon ein bisschen an zu reißen und trocknen. So, 20 Minuten sind um. Ich kann jetzt noch weniger sprechen als vorher. Also ich habe gar keine Mimik mehr im Gesicht. Die Maske ist steinhart. Und wenn ich spreche, dann zieht das so richtig. Und jetzt noch mal weitere 10 Minuten und es ist dann fertig endlich. Boah, das sieht so richtig, ihr merkt es, es saugt euch wirklich alles raus, so eure Ehre sogar. So, meine Lieben, Endspurt. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen, also ihr seht, ich habe gar keine Mimik jetzt gerade. Meine Nase ist gerade stupsig, weil sich das Ganze so zusammengezogen hat, dass meine Augen nach unten gezogen sind und meine Nase stupsig ist. Und jetzt können wir endlich die Maske reinigen. Ganz, ganz wichtig, die Maske wird mit lauwarmem Wasser gereinigt. Ich werde das jetzt einfach mal hinter mich bringen und dann sehen wir uns nochmal gleich. Lieben, bitte nicht erschrecken. Ich sehe gerade echt scheiße aus. Wirklich, da wo die Maske nicht aufgetragen worden ist, also hier ist alles weiß geblieben und alles andere ist einfach mal feuerrot. Das heißt, die Maske hat sehr gut gearbeitet, die Poren sind frei und meine Haut fühlt sich an wie ein Babypopo. Und die ganzen Unreinheiten in dem Bereich vor allem, ich hatte hier gerade richtig viele Unreinheiten und die Poren waren hier verstopft, ist alles weg und weich. Und die Haut ist jetzt durch die Durchblutung halt jetzt nochmal aufnahmefähiger. Ich werde jetzt mein Gesichtswasser nehmen von Pixie mit 5% AHA. Das sind doch 5%, ne? Ja, also AHA ist übrigens Fruchtsäure. Ich gehe heute ja sowieso nicht mehr raus, also ich werde jetzt keine UV-Strahlung im Gesicht haben. Wir werden jetzt das Ganze auftragen. Dieses Video ist, glaube ich, mit Abstand das unattraktivste Video, was ich gedreht habe. Aber okay, hey, ich muss auch mal manchmal Mut zur Hässlichkeit haben, ne? Und ich sehe gerade echt, oh mein Gott, so gruselig aus. Und werde nochmal zusätzlich eine Pflege benutzen. Ich nehme wieder mein Rosenöl von Corres, das ich halt auch sehr gerne für meine Haut nehme. Und werde jetzt meine Haut umso mehr pflegen, damit sie halt nicht austrocknet. Aber ich werde es so draufklopfen und nicht verschmieren, weil meine Haut das jetzt auch so viel, viel besser aufnimmt, ne? So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende, meine Lieben. Ihr solltet wissen, diese Maske sieht zwar schmerzvoll aus und das Ganze sieht auch gemein aus, die ganze Prozedur, aber es ist wirklich nicht so schlimm. Es ist einfach nur deshalb so, weil die Haut durchblutet ist und ihr merkt halt auch, dass das Ganze gezogen wird. Also der ganze Schmutz wird während der ganzen Prozedur rausgesaugt. Es ist so ein Gefühl wie, kennt ihr das, wenn ihr einen Staubsauger nehmt und es an eurem Gesicht hält und das Ganze zieht sich so zusammen? Genauso fühlt es sich an. Und das Beste daran ist, die Haut ist halt danach sehr, sehr weich, sehr warm. Und wenn ihr eure Pflege auftragt, dann ist es halt aufnahmefähiger. Und gerade danach, die Pflege ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb kann ich euch die Maske auch wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Und ich habe euch auf jeden Fall auch den Link unten in der Infobox verlinkt. Und ihr müsst es einfach selber für euch austesten. Ich kann euch nur meine Erfahrungen sagen. Leider habe ich jetzt keine Vorher-Nachher-Fotos gemacht wegen meiner Haut. Aber meine Haut hat sich eindeutig verbessert
durch diese Maske. Und wie gesagt, ich lege es euch auch immer wieder ans Herz, einmal die Woche mindestens eine Maske aufzutragen. Am besten eine Maske, die tiefenrein ist und euch so ein bisschen den Schmutz aus den Poren nimmt. Okay, mein Lieben, ich würde sagen, das war's auch schon von mir und meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua! Eure Soraya. Tschüss.